Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir in diesem Stall angehalten, haben einen Brunnen gemacht, haben zwei Quests erfüllt. Gucken wir, was mit dem Stall hier abgeht. Wie soll ich das schaffen? Nanu, ich bin überrascht, dass du es geschafft hast, hier reinzukommen. Ich bin beeindruckt, dass du den ganzen Weg auf dich genommen hast, aber leider ist dieser Stall für immer geschlossen. Wegen dieses verrückten Wetters können wir keine Pferde mehr zusammentreiben und die Gäste bleiben aus. Zu allem Überfluss hat Prinzessin Zelda dafür gesorgt, dass der Brunnen nicht mehr genutzt werden kann. Und das, wo es doch so ein nützlicher Brunnen war, mit so vielen darin wachsenden Pilzen. Die Prinzessin bezeichnete das als Übergangslösung und wollte zurückkommen, um den Brunnen wieder zugänglich zu machen. Aber das ist nie passiert. Was? Die Prinzessin hat den Brunnen mit Gestein füllen lassen, damit keine Monster herauskommen können? Puh, da schäme ich mich aber. Ich dachte, sie hätte den Stall im Stich gelassen. Dabei hat sie ihn geschützt. Nach dem Bau des Brunnens wurde hier mehr und mehr Monster gesichtet. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, muss das aufgehört haben, nachdem der Brunnen mit Stein gefüllt worden war. Die Stallarbeit nimmt mich so ein, dass ich nicht mal daran gedacht hatte, mir den Brunnen genauer anzusehen. Danke, dass du dich darum gekümmert hast. Das nächste Mal, wenn ich Prinzessin Zelda sehe, muss ich mich unbedingt bei ihr bedanken. Tja, dann räume ich mal weiter das Gerümpel weg, denn so kann ich diesen Ort hier einfach nicht zurücklassen. Aber wie soll ich den ganzen Kram bloß loswerden? So, das ist ja schon mal ein Großteil weg. Haben wir... Nee, das ist unsere schwächste große Klinge. Alles klar. So, aber wenigstens gibt's hier dafür einen Haufen Pfeile. Also fuck it, Alter, wirklich. Eigentum der Pferde, Freunde. Bitte nicht anfassen, der Eigentümer des Stalls. Tja, so schnell kann man ein Schwert verlieren. Und da gibt's was zum Kochen. Nice. Gut, hier kann ich nichts abfeuern. Fertig. Dein Stall ist wieder blitzeblank. Bruder. Ich möchte gerne den Pfeil haben. Nicht mit dir reden. Du bist unwichtig. Danke. Entschuldige bitte, aber ich muss mich jetzt aufs Entrümpeln konzentrieren. Was? Hä? Das Gerümpel ist weg. Und ich dachte, du wärst mit irgendwas beschäftigt. Aber du hast einfach alles auseinandergenommen. Ich bin gerettet, danke. Hier gab es so viel Gerümpel, dass irgendwann die Tür dermaßen blockiert war, dass ich weder rein noch rauskam. Es gibt immer noch einiges zu tun, doch dank dir kann ich diesen Ort hier überhaupt erst wieder verlassen. Doch zuvor lass mich dich ein letztes Mal in dieser Uniform als Kunde unseres einst so stolzen Stalls begrüßen. Ja. Willkommen im Stall der Schlucht, mein Herr. Du bist der letzte Kunde, den wir in diesem Stall empfangen. Als solcher solltest du gebührend geehrt werden. Ich werde deiner Stallpunktekarte einen Stallpunkt hinzufügen. Ach, danke, Bruder. Läuft bei dir. Na, das war's dann wohl mit meiner Tätigkeit als Stallbursche. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, deine Reisen werden weiterhin unter einem guten Stern stehen. Nun denn, ich habe immer noch ein bisschen was aufzuräumen und werde mich besser wieder an die Arbeit machen. Danke für deine Hilfe. Ah, das ist ja... Richtig, die Pferdefreunde haben uns vor einer Weile einige Bilderrahmen geschickt, aber dann sind sie verschütt gegangen und ich habe glatt vergessen, dass wir welche haben. Na, das sind doch mal feine Rahmen. Wird wohl etwas einsam sein im Stall, also sollte ich als letzte Geste vielleicht hübsche Bilder aufhängen. Ich würde aber gerne dieses Rezept einmal speichern wollen. Danke. Gut, damit hätten wir die Quest mit dem Stall erledigt und wir können gehen. Oh, Moment mal. Ist das dein Ernst? Ja, gut. Nein. Löschen. Falsches Ding. Shit. Thank you.
Das sollte gehen, oder? So, lass doch mal los. Absolut perfekt. Da hat sich gar nichts bewegt und jetzt gib mir meine Belohnung. Dann war der ja doch hier, war nur versteckt, Alter. Kühlungspilzreisbällchen. Und wieder nur ein Übernachtungsgutschein. Das ist eher schlecht als recht. Das ist etwas, was wir nicht brauchen. Gut, damit hätten wir den auch erledigt. Als nächstes gehen wir hier hin. Hier ist sogar noch ein Brunnen, den wir zuerst holen. Also zuerst zu Gelb und dann auf dem, machen wir uns auf den Weg zu Blau. Endlich geht's mal ein bisschen mit einer Nebenquest voran, weil wir Rüstungsteile dafür bekommen. Dann müssen wir die Maoris noch abgeben und da machen wir nur noch Nebenquests erstmal. Und wenn wir dann alle haben, wir können nicht ganz alle machen. Einige können wir nicht mal anfangen, weil wir dafür Dungeons machen müssen. Also seid gespannt. Aber wir können, ich denke, fast alle machen. Je nachdem. So, dann auf zu dem Brunnen und dann zu der nächsten Quest. Ich bin gespannt, was uns der Vogel diesmal mitgibt. So, dann einmal den Berg hoch. Irgendwo hier muss der Brunnen sein, ne? Nee, hier ist gar kein Brunnen. Fit-Karotte! Diese Karotte als Heilpflanze, äußerst geschätzt, enthält große Mengen an Nährstoffen. Als Kochzutat erhöht sie die Ausdauer über das Maximum hinaus. Aber eigentlich sollte hier ein Brunnen sein, hä? Bin ich dumm oder so? Also ja, wahrscheinlich bin ich dumm oder so, aber das ist ja jetzt komisch. Wir sind beim See des Pferdegottes. Das ist hier. Nee, dann habe ich das nur markiert, weil das so ein orangener Baum war. Oh Gott. Oh Gott, Brudi, ja. Das war typisch ich, Alter. Ich bin so ein Mongo, Alter. Wow. Wow. Könnt euch die Scheiße nicht ausdenken. Gut, dann auf zur Quest. Den Brunnen haben wir schon. Sehr gut, das Masterschwert hat seine Kraft zurückerlangt. Ja, ich habe einen Ausdauerkäfer, aber nein, den kriegst du nicht. Wir brauchen den zum Aufwerten. Ich möchte nur deine Pfeile haben. So, und da müssen wir mit unserem Freund hier reden. Hallo Kollege, bist du auch hergekommen, nachdem du die Gerüchte gehört hast? Ich bin beeindruckt von deinem Ehrgeiz als Reporter. Immerhin hast du keine Flügel und der Weg hierher ist lang. Du hast es sicher schon gehört. In der Nähe der Stalls will jemand die Stimme von Prinzessin Zelda gehört haben. Ich bin gleich hergeflogen, als ich die kleinen Vögel davon zwitschern hörte. Doch irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe herausgefunden, dass die Stimme in der Arafler-Ebene im Nordwesten bei Einbruch der Nacht zu hören ist. Ekfenide, Ekfenide. So soll es geklungen haben. Wie eine Art Zauberspruch oder Fluch, oje, sträubten sich ja einem ja die Federn. Man erzählt weiter, dass alle Reisenden, die die Stimme hörten, vor Angst ihre Waffen wegwarfen und davonliefen. Ob das wirklich die Stimme von Prinzessin Zelda ist? Und wenn ja, was geht da vor? Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Da bleibt wohl nur, dass wir der Angelegenheit selbst auf den Grund gehen. Eine schaurige Stimme. Übrigens, Kollege, du bist doch schon ein bisschen ein Angsthase, oder? Was ist mit mir, was mit mir ist? Nun ja, ein bisschen Angst habe ich schon, aber nur ein kleines bisschen. Deshalb finde ich, dass wir diesmal gemeinsam arbeiten sollten, anstatt allein.
Wir sollten nachts aufbrechen. Ich werde dich erwarten. Melde dich bei Einbruch der Nacht bei mir. Ich weiß, woher die Stimme kommt. Wir haben das schon markiert. Wenn ich mich richtig entsinne, ist nämlich hier ein Brunnen. Ja, genau. Süß. Tut mir leid, aber könntest du bitte still sein? Ich muss mich konzentrieren. So, jetzt noch ein paar Atemübungen. Immer schön konzentriert bleiben. Okay, damit haben wir unsere Geisterstimme. Da müssen wir jetzt uns zu unserem Kollegen... So, Kollege, es ist jetzt Nacht. Wir können loslegen. Ich habe aber alles schon gelüftet, das Geheimnis. Endlich ist es Nacht, Kollege. Die richtige Zeit, um die schaurige Stimme zwitschern zu hören, von der berichtet wird. Die Stimme, die in der Arafler-Ebene im Nordwesten angeblich nachts erklingt. Ob es wirklich die Stimme der Prinzessin ist, müssen wir Wir müssen unbedingt die Wahrheit herausfinden. Also sehen wir uns vor Ort mal um. Kann's losgehen, Kollege? Kann losgehen. Sehr schön, genau die Antwort, die ich hören wollte. Also, auf zur Arafler-Ebene im Nordwesten. Folge mir, ich gehe voraus. Hi. Hallo, Kollege, hier drüben. Ernsthaft, du bist für diesen kleinen Weg geflogen? Oh Mann, Alter. Bei dir läuft ja richtig. Uah! Hast du das gehört, Kollege? Das muss die Stimme sein, nach der wir suchen. Und sie kommt ganz aus der Nähe. Ja, das klingt in der Tat wie Prinzessin Zelda, aber wo kann sie nur sein? Meine Beine und Flügel fühlen sich ganz taub an. Kein schönes Gefühl. Ich will sie wieder bewegen, und zwar flugs. Leg die Waffen nieder, leg die Waffen nieder, sonst werdet ihr es büßen. Wo bist du denn hergekommen? Kann ich dir helfen? Leg die Waffen nieder? Was meinst du denn damit? Sowas Komisches würde ich doch nie singen. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder. Das war's, was ich gesungen habe. Bitte was? Sonst werdet ihr es büßen? Leg die Waffen nieder, sonst werdet ihr es büßen? Was ist denn das für ein Text? Sie suchen nach was Süßem. Das habe ich gesungen. Und das ganze Lied geht so. Seht die Affen wieder, seht die Affen wieder. Sie suchen nach was Süßem. Ich wollte doch nur ein lustiges Lied über Affen schreiben, die nach süßen Früchten suchen. Hier im Brunnen kann ich üben, solange ich will, ohne dass es jemand stört. Und ich höre hier drin einfach meine Stimme besser als draußen. Meine Lieder klingen auch viel schöner. Aber du sagst, dass es draußen so klingt, als würde ich irgendwen bedrohen? Und ich hatte mich schon gewundert, warum jeden Morgen lauter Waffen beim Brunnen liegen. Das erklärt's. Da das Zeug gefährlich ist, habe ich alles da drüben gesammelt. Ich habe kein Interesse an Waffen, also nimm dir ruhig, was du gebrauchen kannst. Hi! Ha, hallo! Bist du das, Kollege? Wie ist es denn so da drin? Sag mir, was da vor sich geht. Kollege, und? Was war los? Ist Prinzessin Zelda da unten? Hä? Du willst mir sagen, dass da unten im Brunnen jemand singen geübt hat? Hm, verstehe. Geräusche in einem Brunnen werden verzerrt und so klang die Stimme für uns, als wäre es Prinzessin Zelda. Das erklärt auch, warum niemand den richtigen Text verstanden, sondern nur schaurige, verzerrte Ausschnitte gehört hat. Damit wäre das Rätsel gelöst. Jetzt bin ich so glücklich, dass ich mir direkt die Federn sträuben. Danke für deine Unterstützung, Kollege. So, Kollege, damit sind wir nun 6 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen.
Nichts anderes hätte ich von dir erwartet, Kollege. Klettes hatte recht damit, ihr Vertrauen in dich zu setzen. Hier für dich, Nesthäkchen. Gut, ich mache mich dann mal auf den Heimflug. Ich muss so schnell wie möglich einen Artikel darüber verfassen, dass die Stimme nicht der Prinzessin gehört. Auf ein baldiges Wiedersehen, Kollege. Abflug! Wir dürfen ja hier Waffen benutzen. Ist hier irgendwas Gutes dabei? Nee, leider nicht. Nichts, was für unsere Zwecke irgendwie dienlich wäre. Oh, nö. Oh, please don't. So, jetzt bin ich aber mal gespannt, ob da hinten jetzt der Typ noch steht. Ja, da oben ist er. Gut, dann würde ich den gleich mal mitmachen. Aber wie soll das denn gehen? Und warum stellt er sein Schild da oben ab? Und warum ist das Schild schräg? Und warum hat er eine Maske auf? Gut, dann einmal hoch. Nein! Ich hoffe, das passt. Na dann, komm. Lass doch mal los. Ha, geht doch. Easy. Wieso ist dir das nicht früher eingefallen? Weil du die Dinger eh nicht benutzen kannst. Sehr schön. Elektro-Kräuter-Reisbällchen haben wir dafür gekriegt. Und ein Übernachtungsgutschein. Hm, chillig. Gut, dann können wir das hier wegmachen. Den können wir später nochmal machen. Wir gehen jetzt erstmal, wo haben wir noch markiert? Hier gibt es noch eine Quest und einen Brunnen. Dann gehen wir hier hin. Wenigstens haben wir jetzt gerade mal ein bisschen Musik, weil scheiß Blutmond ist. Oh nein, der Blutmond, oh nein. Ja, ja, und tschüss. Der Blutmond interessiert uns relativ wenig, weil eh nur Gegner besiegt werden. Wiederbelebt werden, nicht besiegt. Wäre schön, wenn Gegner besiegt werden würden. Woo! Einmal in den Brunnen. So, nehmen wir ja alles mit, was wir hier so kriegen können. Es geht noch tiefer. Aber was Wertvolles ist hier halt auch nicht, ne? Noch tiefer? Oh boy, Alter. Frösche en masse, Alter.
Und Donnerblumen. Das, was viel wichtiger ist als Frösche. Ha, lustig. Dann einmal hoch. Wir haben den Brunnen. Überraschung, Leute. Gut, und dann müssen wir nur noch mit ihm hier sprechen. Ja, ja. Hey, mein reisender Freund. Lustig, wie man sich so wieder sieht. Bist du unterwegs, um wieder eine große Fee zu besuchen? Große Fee? Huch, na, da lag ich wohl falsch, wie es scheint. Ich dachte bloß, du wärst hier zum Stall der Zwillingsbäcke gekommen, um die große Fee Kotura zu finden. Leider versteckt sich auch die hiesige große Fee in ihrer Blumenknospe und will nicht hervorkommen. Bestimmt ist sie verschreckt, genau wie die große Fee am Stall des Waldes und zeigt sich einfach aus Angst nicht. Die große Fee dieser Region war ganz verliebt in Beats Trommelei. Die Klänge seiner Trommel machten sie sehr froh. Ich würde sie ja nur zu gern mit etwas Getrommel aufheitern, bloß. Beats ist leider nicht hier. Ah, Beats war übrigens ein junger Trommler in unserem Ensemble. Eines Tages ist er plötzlich abgehauen und seitdem haben wir ihn nicht mehr gesehen. Eine Reisende aus Kakariko im Norden von ihr hat berichtet, an einer Kehre der Straße durch das Paula-Gebirge seinen Trommelschläge zu hören. Paula-Gebirge. Wo ist denn das Paula-Gebirge? Ach, hier, also irgendwo hier. Ich will zu meinem Freund, bitte stirb einfach. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein Pferd, aber wir machen uns jetzt, das ist jetzt leicht, wir fliegen jetzt einfach, kleinen Moment. Damit wir gerade mal nicht Zeit verschwenden oder so ein Scheiß. Wir müssen einfach nur ins Paula-Gebirge nach hier oben. Da sind dann irgendwo Trommelschläge. Ich kann mir auch vorstellen, wo. Los, flieg, Link, flieg! So, wahrscheinlich hier in der Ecke irgendwo. Bienchen, Bienchen, Simsamsum, hier spielt die Trommel Bing-Babum. Kommt mit euren Gaben, bringt mir eure Waben. Bienchen, Bienchen, Simsamsum. Was tust du denn da? Boah, wo kommst du denn her? Jetzt bring mich nicht aus dem Takt, Kumpel. Ich will nämlich Bienen anlocken mit meinem Trommelspiel. Mach doch kein Gesicht wie ein Oktorok. Noch nie jemanden gesehen, der mit Rhythmen Bienen anlocken will? Na gut, ich weiß ja selber, die Idee ist Käse, aber ich will es wenigstens versuchen. Ich hatte nämlich vor, dem Leiter unseres Ensembles, Partiturio, eine kleine Freude zu bereiten. Und da dachte ich, hey, Beats, dachte ich, du könntest ihm doch sein Lieblingsessen zaubern, einen leckeren Honigcrepe. Doch dafür fehlt mir der Honig als Zutat und ohne den ist es Essig mit den Süßen. 3 Portionen höheren Honig bräuchte ich. Insgesamt, da muss ich Gas geben, auch wenn es hoffnungslos ausschaut. Ich habe gehört, dass es in der Nähe des tiefen Abgrunds bei Kakariko im Norden Bienen geben soll. Aber bei dem Abgrund wird mir Angst und Bange, da traue ich mich nicht ran. Hey, was sieht mir da für ein Aroma entgegen? Irgendwas Süßes, irgendwas Goldiges. Sag mal, hast du etwa in deiner Tasche edeldelikaten Bienenhonig für mich? Für dich 3 Portionen. Boah, da trommelt mein Herz ein Solo für dich. Also haben meine Rhythmen vielleicht die Bienchen kalt gelassen, aber dich, gute Seele, haben sie erreicht. Perfekt, damit kann ich endlich unserem Herrn Kapellmeister einen feinschmeckertastischen Honigcrepe zaubern. Danke, du hast die Wabe meines Herzens mit Ambrosia gefüllt. Hier, bitte nimm, ist ein kleines Dankeschön. Huch, das Ensemble zügellos spielt wieder? Wirklich? Na, dann darf ich mit meiner Trommel doch keinesfalls fehlen. Wenn ich von Stall zu Stall ziehe, sollte ich auf jeden Fall irgendwann auf meine Mitmusikanten stoßen. Also gut, Herr Kapellmeister, ich komme.
Vielleicht sehen wir zwei uns ja auch mal wieder. Ja, dann bis neulich. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Honig. Weil da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Dann auf geht's, wieder direkt zum Stall zurück. Boah, ich freue mich schon, wenn wir die Story spielen können, ne? Wie gesagt, das ist jetzt mein längstes Projekt, was ich spiele oder als Let's Play gemacht habe. Mit bei Breath of the Wild wären wir wahrscheinlich jetzt schon fertig, weil Breath of the Wild bei weitem nicht so groß ist wie Tears of the Kingdom. Überraschung! So, jetzt sollte er hier sein. Oh, mein reisender Freund. Sieh nur. Nein, hör nur. Beats, unser wackerer Trommler Beats ist wieder bei uns. Was bin ich für ein lausiger Ensembleleiter, meine Musikanten solchen Sorgen zu bereiten. Das schwindende Publikum war natürlich nicht gerade motivationsfördernd. Aber jetzt schlägt das Herz des Ensembles zügellos wieder im Takt von Beats Trommel. Verzeih mir, dass ich so viel plaudere. Ich bin ekstatisch. Ektatissimo. Ekstatissimo. Übrigens, mein reisender Freund, machst du dir Sorgen um die große Fee? Große Fee? Huch, na, da lag ich wohl falsch, wie es scheint. Ich dachte bloß, du wärst hier... Ja, ja, das hatten wir schon. Die Brücke über den Weg zur großen Fee führt, ist kaputt. Mit Pferdewagen scheint es aussichtslos, es an uns ans andere Ufer zu schaffen. Oh. Herr Kapellmeister, wenn die Brücke hinüber ist, könnte man dann nicht einfach durch den Fluss durchwarten? Ja, ja. Auch eine Idee. Was soll's? Marschieren wir einfach durchs Wasser. Gut, der Beschluss steht fest. Dann mal los, Leute. Alle rüber zum Fluss. Ja, ja. Wenn die große Fee sich wieder zeigt, dann wird sie ganz sicher auch dir ihren Segen schenken, Reisender. Wenn du Lust hast, begleit uns doch zu ihr. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Oh Gott, please, Bruder. Was machst du denn da? Bitte stell nichts mit unserem Allegro an, ja? Oh Mann, ich will... Oh, Alter. Wegen der kaputten Brücke wollten wir den Fluss hier überqueren, aber hier war Ende im Gelände. Die Räder abzunehmen und den Allegro schwimmen zu lassen, war aufgrund der Strömung keine gute Idee. Die große Fee ist so nah und doch so fern. Ich weiß nicht mehr weiter. Die große Fee? Ja, ja, ich weiß, dass die große Fee gleich dort drüben ist, Mann. Genau wie die große Fee in der Nähe des Stalls des Waldes hat auch sie sich vor Angst eingeschlossen. Sie hat das Trommelspiel von Beats immer geliebt, deshalb würden wir sie gern damit aufheitern, aber... Die Brücke ist unbenutzbar. Der Allegro ist leider kein Amphibienfahrzeug. Wie kommen wir bloß zur großen Fee, ohne im Fluss zu ertrinken? Gut, mal gucken, ob das klappt, was ich vorhab. Jetzt ist halt nur die Sache, kann ich mich dann... Gut, das passt. Die Batterie brauchen wir glücklicherweise nicht. So, komm, der Lüfter noch und dann sind wir auch gleich fertig mit der Quest. Offscreen werde ich dann schon mal alles, was wir machen, was wir so brauchen, auf Level 3 bringen.
Ich fahre euch hin. Ja, ja. Freude, Freudissimo, ich hatte schon so sehr auf diese Worte gehofft. Leute, rein in den Wagen, ehe er sich's noch anders überlegt. So, hoffentlich funktioniert das alles jetzt, so wie ich mir das vorstelle. Genau, es klappt. Oh, große Fee, endlich sind wir hier. Also, Musikanten, alle fertig machen. Es geht um nichts Geringeres als die gute Laune der großen Fee. Oh, die große Fee hat ihr liebliches Antlitz gezeigt und ihre einsiedlerische Phase scheint jetzt auch beendet. Da schlägt doch gleich mein Herz höher und meine Trommel sowieso. Die Musik des Ensembles Zügellos ist wahrhaftig das Patentrezept gegen Angst und schlechte Laune. Ja, ja. Noch einmal tausend Dank. Hier habe ich eine Belohnung für dich, die dir die Tasche sprengt. Komm schon, zier dich nicht. Nice. Ja, ja. Endlich ist meine Tasche leichter. Jetzt kann ich mich ganz aufs Dirigieren konzentrieren. Ja, ja. Der lieben Kotura geht es wieder glänzend. Glänzendissimo. Aber leider war sie nicht die letzte große Fee, die sich in ihre Knospe zurückgezogen hatte. Ja. Doch es wäre gelacht, wenn wir nicht auch die nächste aufheitern könnten. Weiter geht die Reise. Verehrter Reisender, vielen Dank. Herrlich, wieder hier draußen zu sein. Die frische Luft ist einfach betörend. Der feurige Rhythmus der Trommel hat mein Herz erwärmt. Bleibt nur zu hoffen, dass dir in meiner Gegenwart jetzt nicht zu heiß wird. Nun denn, wenn du mir die notwendigen Materialien bringst, verstärke ich deine Kleidung. Na, wie wäre das? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung beträchtlich zu verstärken. Erstmal nicht. Gehst du schon? Dann bin ich wohl wieder allein. Bis später. Weil ich habe euch versprochen, dass ich das Rüstungsaufwerten offscreen mache und das tue ich auch. Leute! Wir werden den Part an der Stelle aber beenden. Wir haben die nächste große Fee freigeschaltet, eine Quest abgeschlossen, ein paar Brunnen gemacht. Ihr kennt die Chose. Im nächsten Part gucken wir mal, welche Quests wir noch so abschließen können. Wir haben noch eine offen. Schauen wir mal. Ich bedanke mich an der Stelle aber bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!